Willkommen Leute, wieder zurück bei Klicks Gaming zu einer weiteren Folge ARK mit dem Klickstone und dem Köschi. So, jetzt nochmal zu meiner Frage. Ja. Hast du genug Zeug? Außer Narco-Berries habe ich alles. Also brauchst du noch Narco-Berries? Ja. So, ich beschieße ihn schon mal, ne? Jo. Dann sammle ich fleißig. Alter, der rennt weg. Der soll mir hinterher rennen und nicht wegrennen. Ist ein Schisser. Ja, ich habe nur einen Pfeil auf ihn geschossen. Na gut, dann kann ich jetzt auf den Pfeil verzichten, ey. Weil ich weiß nicht, was da hinten sonst noch so rumrennt. Und ich würde es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. So wirklich. Hm. Weil wenn ich ihn jetzt nochmal beschieße, denn ne, da rennt ein Kano rum, deswegen. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Ne, ist doch kein Kano, ist ein, war bloß ein Känguru. Wenn ich ihn jetzt aber nochmal beschieße, dann wird, denke ich mal, das andere Vieh daneben mich angreifen. Also sprich sein Bruder im Geiste. Mhm. Kriege ich, schmeißt du hier mit Steinen umher? Nein, mit Büschen. Achso. Weil da gerade ein Busch ziemlich weit nach oben geflogen ist. Mhm. Das war ein Raketenbusch. Ah, okay. Was hast du gekriegt? Na, eine Rakete. Na, das glaube ich dir nicht. Ansonsten würde hier schon eine Flakstellung stehen mit Raketen und... Ja, du übertreibst wieder. So, dann werde ich mal weitersuchen. Ja, Leute, wir wollen einen von diesen Riesendinos, die hier rumlaufen, diese riesigen Pflanzenfresser. Ja, so riesig sind sie jetzt auch nicht, aber es sind zurzeit die größten, die wir bis jetzt gesehen haben. Außer dem Golem. Hm. Mal abgesehen von dem. Ja. Nee, das ist das Ding Level 33. Das will ich nicht. Ist auch aber ein Schisser. Er ist aber auch relativ schnell, ne? Wenn er Schiss hat. Mhm. Weil es dauert ja ewig, bis der dann mal ein Level hat oder so. Ja. Und der hat bestimmt auch übelst viel Nahrung. Gibt's hier denn noch irgendwo was anderes? Was hier oben so rumkreucht und fleucht. Nein, Parasaurus will ich nicht haben. Ob vielleicht bei dem großen Berg da hinten Flugsaurier sind? Ja, ich weiß nicht, ich will's aber auch nicht. Ich will aber jetzt auch nicht hinlaufen und gucken. Hm. Du kannst ja gerne mit unseren Zuschauern da hinlaufen. War ich gerade am überlegen, aber erstmal werde ich die Tür reparieren. Schön auf den Hintern. Komm mit, Digga. Hier bin ich, Digga. Komm. Vicky? Ja. Kannst du mich mal unterstützen? Wobei? Weiblich? Ja, du bist weiblich. Du bist männlich. Wobei? Na, ich hab wieder so ein fettes Vieh angegriffen. Und Lock ist gerade zur Hütte. Ach so. Ich hör's. Werde gleich den Bogen rausholen, um ihn zu betäuben. Wow. Verfolgt er mich noch? Nein.
Da kommt hinter, da ist noch ein zweiter. Ja. Der eine läuft weg. Vorsicht, der andere greift dich an. Oh, diese scheiß verliebten Paare, ne? Ey, ich hab dir nichts getan, guck mich nicht so an. Ist der nicht männlich? Ist der, der liegt weiblich, oder? Warte, ich guck mal. Der ist... Moment, wo steht's da? Weiblich. Ah, welche Level? Oh, 3? Ja, 3. Bist du jetzt down oder bist du einfach nur... Weg. K.O. Nicht. Ja. Kashi. Was? Kopfschuss. Ja. Kopfschuss, beide Beine weg. Siehst du? Gut. So muss man es den Biestern geben. Ich hab noch einen Pfeil. Jo. Der ist ja auch weiblich. Siehst du? Wann lässt der muss der andere ja männlich sein. Welcher andere? Weil der da hinten noch liegt. Wir haben noch zwei runtergeholt. Ah ja. Der muss der ja männlich sein. Ich gehe erstmal zum... Weil das war doch ein verliebtes Pärchen. Ja, siehst du? Lesben. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, auch weiblich. Was soll das denn? Was greift der mich denn an? Ist der doof oder was? Ja, wie stellen wir das jetzt am dümmsten an mit dem Wasser und so? Ja, keine Ahnung. Müssen wir gucken, wie es funktioniert. Das blaue Licht können wir übrigens erst ab 30 machen. Ja. Ja, wir brauchen Narco-Berries. Kriegst du. Hast du reingeschmissen? Wie viel sind's? Ich war noch unterwegs. Ja, wie viel sind's? 25. Gut. Ich betäub ihn mal. Ich sammle noch ein bisschen. Und der andere kann liegen bleiben. Ne, den anderen kannst du ausweiden wegen Fleisch oder Leder oder keine Ahnung. Okay. Ja, 5800 Nahrung hat er noch von 6000. Okay. Dann hoffe ich ja mal, dass es schnell genug runtergeht. Weil Bären zum Füttern haben wir ja genug. Die sind ja alle in der Truhe drin. Ja. Du bist das. Ich wollte gerade sagen, was macht der da für komische Geräusche? Ich weiß nicht. Hat sich gerade so angehört, als wenn er ein Schäferstündchen abhält. Also so mit einem männlichen Partner. Oh Mann. Oh, Klicky hat ein Dino getötet. Ich hab mich gerade künstlich betätigt. Weil von diesem Dino da können wir wenigstens schon einen Sattel machen. Und den können wir dann auch benutzen, um, denke ich mal, Bären zu sammeln oder so. Ich hoffe. Probieren, ne? Mhm. Wir brauchen ja wieder einen Dino. Unser letzter ist ja mal wieder abgehauen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir jetzt ins Spiel gehen, müssen wir erstmal gucken, wie geht's dem Dino und wie ist er eingestellt. Ich hab hier irgendwie... Du hast irgendwie... Ja. Irgendwie muss ich irgendwie was gedrückt haben. Ja. Weil ich beim Brunnen zeigt er mir automatisch an Inventar anzeigen. Das war's nicht. Ich frage mich bloß, was ich gedrückt habe. Also ich kann jetzt nicht trinken. Du kannst nicht trinken? Wieso. Nein. Aber du kannst deine Flasche noch auffüllen. Welche Flasche? Die ich in deinem Schrank geschmissen habe. Hast du? In den großen Schrank. Ich kann auch nicht trinken. Vielleicht muss das Ding erstmal repariert werden.
Ah ne, er zeigt mir Inventar an, ja. Wow. Ja. Also liegt ja, es doch also nicht an mir. Die Flasche kann man auffüllen. Uiuiui. Ja, ich werde mal noch mal die Flasche auffüllen. Um dem Dino ein bisschen Wasser zu geben, oder was? Hm. Ich hoffe mal nicht, dass das was denn mit Zähm zu tun hat. Sondern einfach nur, dass er überlebt während der Narkose. Haben wir noch zwei Zement? Nee, nee, ich glaube, wir haben nur einmal. Ich glaube, wir haben nur einmal, ja. Hm. Ach ja. Gut, 48 sind jetzt drin. Narkosebären. Hm. Sag mal. Ach, die Kiste ist voll. Hm. Ja, geht zurück. Ups. Und ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geachtet. Ich auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, wir müssen nach unserem Gefühl gehen. Hm. Okay, ich kann Wasser trinken von ihm, aber wie hast du Wasser reingefüllt in ihn? Gar nicht. Wie hat er denn Wasser gekriegt? Keine Ahnung, regnet's? Nein. Keine Ahnung. Hat er vielleicht noch was gehabt? Weiß ich nicht, bei ihm sieht ja, ist ja auch keine Trinkanzeige. Hm. Außer über ihn selber. Aber im Inventar bei ihm ist keine Trinkanzeige. Ich habe probiert, den Wasserschlauch in sein Inventar zu legen, aber bringt irgendwie nichts. Und dann Benutzung erzwingen? Weiß ich nicht. Soll ich es mal ausprobieren? Wieso? Hä? Ah, alles klar. Benutzung erzwingen und dann wird es auch gefüllt. Oder ist das einfach nur ein Wasserspender? Kann sein, wenn du unterwegs bist. Vielleicht braucht er gar kein Wasser zum Zähmen. Ja, das ist dann wohl mal ein besseres Kamel, würde ich sagen, mit zwei Höckern. Oder ist ja. Dromedar, oder hat ein Dromedar bloß zwei Höcker? Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. Oder ein Dromedar hat, glaube ich, einen und ein Kamel hat zwei. Höcker. Ich habe keine Ahnung. Also es ist ein urzeitliches Kamel, würde ich sagen. Ja, dann ist doch gut, dann haben wir wenigstens Wasser, wenn wir unterwegs sind. Hm. Ja. So. Kannst du noch Engram Points verteilen? Ja. Kannst du mal gucken und mal Punkte auf den Sattel für das Ding verteilen? Wenn ich es nicht schon habe. Irgendwas mit M ist das. Morella Tops. Ja, irgendwie so. Ja, Morella Tops. Dann werde ich mal seinen Wasserspeicher auffüllen, wa? Mhm. Und nebenbei ihn. Und ich werde den Sattel machen. Können wir schon? Ja, braucht nur noch ein bisschen Leder. Achso. Holz haben wir nicht. Und Fasern. Haben wir. Haben wir.
Ja. Aber Leder fehlt. Ja. Ich guck mal, ob ich irgendwo. Mir ist kalt. Ja, das ist doch zum Mäusemelken. Kotzen. Wie auch immer. 333, also die Hälfte hat er schon. Dauert halt ein bisschen länger mit dem Dingens, ne? 333? Ja, mit der Flasche dauert es halt ein bisschen länger, weil in die Flasche geht ja nicht viel rein. Ach, du meinst wegen Wasser? Ja. Füllst du gerade das Wasser auf? Ja. Warum? Nur weil ich Langeweile habe. Ah, ja, das macht Sinn. Und ich ja eh warten muss, bis seine Nahrung runter ist. Und so kann ich wenigstens noch ein bisschen die Zeit nutzen. Ich meine, es könnte jetzt vielleicht ein bisschen langweilig sein für die Zuschauer, aber das muss, ne? Ich werde sterben gehen. Dann, warum sterben? Ich werde mal ein paar Lichter absuchen. Und zumindest eins, das weiße. Ja, dann pass aber auf deine Rüstung auf, ne? Weil wir haben nicht mehr so viel Leder. Ich kann zwar neue Sachen machen, aber dann musst du auch neues Leder besorgen. Ich gehe nach Hause. Ja, ich brauche. Mir ist kalt. Nein, ich will doch nicht trinken von ihm, Mann. Ich will ins Inventar. So. Oh, Gewicht hat er 440. Das ist schon mal nicht schlecht. Gesundheit hat er 400. Ausdauer 242. Das ist schon mal nicht schlecht mit Level 3. Ja. Dann könnte man noch ein bisschen Gesundheit hochhauen. Vielleicht noch ein bisschen Gewicht und ein bisschen Ausdauer. Die drei Sachen. Ist er gleich auf 5000, hat er ja schon runter. Na, fehlen ja nur noch 4000. Aber es geht relativ fix. Und ich glaube mal, mit dem Vieh werden wir sicherlich durchkommen bis zum Wasser. Warst du Ja. jetzt eigentlich schon da, oder? Ja, Oder? aber ne, wie gesagt, das Krokodil hat mich gekillt. Achso, das heißt, wir müssten das Krokodil killen. Ja, Problem ist, wenn wir da bauen, die werden da sicherlich auch spawnen, denke ich mal. Man muss mal Mauern bauen. Und die Raptoren und so. Ach, nur springen wir da Wieso hoch. waren da auch Raptoren? Ja. Okay. Mann, ich komme hier nicht hoch. Immer wieder. Was machst du denn hier unten? Bist du jetzt eigentlich schon Level 23? Warte. Ne, 22 noch. Aber fast 23. Oder gerade mal die Hälfte. Ich glaube, er chillt hier. Na, fast die Hälfte. Also sozusagen noch gute 2 Level. Nee, eigentlich. Ja, zweieinhalb. Ja, du musst ja eigentlich nur noch 23, 24. Ja, und das war's dann schon. Ernsthaft, ist das Licht jetzt verschwunden? Nein. Ja, Leute, ich möchte euch auch weiter nicht ja, langweilen. Und dann werden wir wohl mal die Folge beenden. Jo. Würde ich wohl mal so sagen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Hau Und rein. gleich noch geschissen.